Und damit herzlich willkommen zurück. Woher habe ich eine Kalasch? Habe ich hier das letzte Mal auch schon? Zum Metro Last Light. Wir haben letztes Mal bei dieser Tür aufgehört. Ich musste gerade hier die Wachen nochmal erledigen. Das ist nämlich eine neue Aufnahmesession. Und wir gehen jetzt einfach durch diese Tür hier. Keine Ahnung, was uns dahinter erwartet. So, you came for Anna. Very heroic. Why? Why did you do that? Können wir schießen sollen. We have to get Colt Savaya. There's Hansa. And our men. Können wir schießen sollen. Suffocating would be... real shame after surviving all that. Jetzt auf wenigstens die scheiß kaputte Gasmaske ab, Alter. Haben wir sie jetzt geküsst? Lauf bald. The pieces of the puzzle are falling together. And the big picture is horrifying and unbelievable. I will tell the others about this. But I still can't make myself believe it. The Reds have infected Oktyabrskaya. A peaceful station denizens of which never suspected anything. With an unknown deadly virus. And then their mop-up squads entered it under the pretense of saving the station from the epidemic and eliminated everyone they could. Women, children, old people. To prevent the infection from spreading. And if all this is true, then me and Anna could be infected too. We've been saved from being killed, but we don't know if we're going to survive for long. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt erschießen können, die habe ich jetzt machen sollen. Weiter geht's. I have a feeling that everything will end soon. We won't survive this war, Artyom. No one will. Doch, doch. Wir machen das. Mann, du siehst ja richtig gut aus. I feel alone again. Like when I was a girl and father was away on a mission. Nothing around me. Empty and cold. As if I were just a spark from the fire, flying away and then gone. It's hard for me to tell you these things, Artyom. But I want to feel that I'm alive. Du hast einen ganz schön kleinen Kopf, Mädchen. Touch me. Das muss ich wieder ab 18 schalten. Well, there seems to be nothing wrong with you. Congratulations, youngsters. You, Artyom, may go. While you, Anna, you have to stay some more. We need to finish treating your wound. Thank God. Haben wir sie gerade gebankt oder haben wir uns das eingebildet? Well, what are you waiting for? Go! Go, Artyom. I'll find you as soon as they finish patching me up. Mädchen, du hast nichts. Come here, darling. Don't look there. What's that, Papa? Nothing. It's all right. Just don't look. When are we going to go home? Soon. Very soon. Where's Mommy? Where did they take her? Mama's home already. We'll be with her soon. In just a little bit. Don't believe this. There were at least two more packs left.
Listen, how much do you think we can use up in one booth, Nate? Not this much. There's almost no new patients. Is it the old ones don't need that? And how many live to become old ones? Well, less and less of them are dying. So perhaps it's come to an end. Warum hast du einen Shotgun? As if it looks like 8 books. Yes, it's 8. Semirtsky, Yuri. And used to say he got rid of us all. Well, all bets are off now. They're going to cut away soon too. Damn right. God save me, please. Ach du Scheiße, hier liegt schon eine Leiche. Ja, das sind wohl die Geretteten von der Hanse. Noch ein Toter. Die kotzen schon Blut, ach du Scheiße, ey. Die Sprache spreche ich leider nicht. Hier ist wohl der Verbrennungsofen. Don't stand here, it's dangerous. Anybody? Somebody? Ja, Verhinderung der Ausbreitung der Seuche. Das sind wohl die ganzen Leute von der Station. Hier gehen wir gleich lang. Wir gucken mal kurz hier lang, aber hier ist auch nichts. Also wie viele Leichen hier auch schon überall rumliegen. Das ist krass. Die Roten drehen komplett durch. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. Da kommt gleich der Arzt vermutlich. Ja, halt Schnauze. Well, you know the prospect as well as I. I know, but still. You were instructed on the safety precautions, on the gloves, on the mask. You signed the papers. Yes, I did. But the kids, how was I supposed to talk to them with a mask on? They were scared. They were crying. Yes, but you didn't save them, and you doomed yourself. We're short on people as it is, Pridurak. You could have helped so many. Yes, I could. All right, we'll start with symptomatic treatment and see where it takes us. A mild form has cropped up lately. Ein Telefon? Ernsthaft? Let's be optimistic. Positives Karma. You can't go into the vault. Go through the lab. Let me go! I'm healthy! And they keep coughing on me! So, I don't have to remind you about the gloves and the mask. Yes, I know that. Perfect. Now, you take the temperature every hour. Blood samples every 3 hours. Call me at once should any parameters deviate from the pattern. Of course. You see, there's only been 2 cases with good prospects so far. We must study them carefully. Yes, I understand. Great. Okay. Das sind scheinbar richtig krasse Ärzte. Look at all this shit. Well, what's there to do? They got off easy, but we got to pack all that. Yeah, hey, what's the point, huh? Should just burn it with the corpses and be done with it. They say it's to find the source of infection. Bullshit, if you ask me. No way to do that now. Well, those at the top know better. Die versuchen, die Ursache der Infektion zu finden. Wie machen wir das hier an? Bisschen Musik hier auf der Station. Du bist eben da lang gelaufen. Der fummelt in Leichen rum. Ach du Scheiße, ey. 4 Leute. Einer auf jeden Fall schon tot. 2 am Verenden. Be on your way. Halt dein Schnauze. Don't stand here, it's dangerous. Ja, ja. So, is the epidemic slowing down? Looks like it, but let's check the facts. What do we know?
First of all, the new samples all show acute monocytosis. True. Samples 317 to 323, monocytosis. Der ist nicht mehr tot. We already know the virus targets monocytes specifically. It always did. All the previous samples only have neutrophils of the nucleus. This can only mean one thing. This strain is becoming less virulent. But let's not rush to conclusions. We'll check the rest first. Also die erforschen das Virus? Yes and no. It is an Ebola. You can't go in there. It's a high danger zone. Trying to cultivate it is useless. It's basically not viral. Without the original strain. Doctor, you know I'm not medical. Please explain. I'm sorry. Here are the facts. In the first 2 days, the mortality rate was around 95%. In the third, it dropped to about 25%. Today, we only have 2 new infected, and they have a light infection, prospects of recovery looking promising. Now, as you understand, Moscow never was a natural habitat for this virus, and in its wild form, it remains dangerous much longer. So, what does all this mean? It is not a regular virus. It's a weapons-grade strain, engineered to achieve maximum lethality within a short time, and then turn harmless. Damnation. Where did it come from? I have heard of a new generation of bioweapons based on this virus being developed before the war. But where did it surface from now, after all these years? Bioweapons. My God. Just in case, I have some Rangers questions. One of them could have brought this surprise from the past to the Metro. Nein. Die Ranger waren das nicht und es kommt auch nicht aus D6. Auch wenn das die naheliegendste Geschichte wäre. Wenn das aus D6 kommen würde, weil D6 ja das älteste Militärding ist, was es gibt. Muss mal kurz ein bisschen leiser machen. Achso, ich kann ja nicht leiser machen für mich. Das ist kacke. Das ist echt extrem laut. Ich muss mal ganz kurz Audio, Hauptlautstärke ein bisschen runter. So ist schon besser. Gut. Mild cases are cropping up. Seems way too early. Da ist scheinbar eine Besprechung. Wir sammeln mal kurz das Tagebuch hier auf. Quarantäne, Eintrag 1. Die Roten hoffen sehr wahrscheinlich, eine Station zu betreten, die vollständig vom Virus ausgelöscht war. Aber es dauerte ihnen zu lange und sie wurden ungeduldig. Sie warteten nicht auf das Ende, sondern beschleunigten es. Die Überlebenden sagten, dass die Roten, als die Reinigung der Station begann, es einige vermutlich kontaminierten Bewohner erlaubten, zur Nachbarstation zu flüchten, der Oktyabrskaja Koltesevenja. Aber dicht hinter diesen Flüchtlingen folgten ihnen Hinrichtungstrupps. Wäre zu dieser Zeit nicht zufällig ein Team des Ordens an der Blablabla gewesen, das die Roten abwehren konnte, hätten sie die 2 Stationen und die Hanse wäre in 2 Hälften getrennt. Aber der Orden konnte das verhindern. Zum Glück. Die Order. Okay. Wir müssen jetzt hier schon durch. Ah, was kommt jetzt? Das werden die alle nicht verstehen, die werden wütend. Das würde mich sowas von überhaupt nicht wundern, wenn die jetzt alle durchdrehen, ne? Ja.
das war klar. Wenn einer durch darf, wollen alle durch. Junge, ein Warnschuss hätte aber gereicht. Du Scheiße, wo zum Fick sind wir denn hier gelandet, ey? Ich schätze, wir dürfen erstmal nicht mehr unsere Waffen ziehen. Keine Ahnung, wo wir gerade hingehen. Vermutlich zum Chef des Ganzen. Alter, das ist eine ganze Station, die hier gerade leer ist, ne? Das ist schon heavy. Und ohne Leichen ausnahmsweise mal. Move! Move, you can't stay here. Warum bist du da? Das ist ein Schalldämpfer. Ich will auch einen Schalldämpfer von der Kalasche haben. Bitte, bitte. Okay, hier waren die Pilzfarmen. Schon krass, die Roten drehen komplett durch. Hallo Freund! I'm happy to know that you and Anna are alright. We can't afford to waste time being sick now. The Dark One we're looking for could really be the last one. We can't lose him. Let's go. Das ist Khan! I have to go. But I have to go back for her insulin. She'll die without it. Yo, boys, I'm here. I can't let you go. How can we buy anything when all we had is back there? And Hansa charges so much. Please. Hansa gave you shelter. Stand back. Shelter to die. I said stand back. So we stay for a little longer. Können wir dem Insulin kaufen? What is it? Read the pamphlet again. Listen to the broadcast. Ich würde ihm gerne Insulin kaufen. Denk mal für seine Frau. But they took everything from me. Where's your stuff? What stuff? When they took your stuff for disinfection, you signed on a card and were given a stuff. Where is it? Ah, that's here. Well, see how easy this is? And you took so much time. I'm sorry. Thank you. Okay, hier ist die Klamottenausgabe von denen, die was behalten. What the fuck? Am I glad to see you alive and healthy out here? There's something on my mind. What? The epidemic? No. And you're on a tight schedule. Warum redet doch nicht so durcheinander? Why so many patrols? Why send a squad to a plague station? Could they be gearing up for another war with the Nazis? Doesn't look like it. They concentrate their forces at the right point. But now they're spreading them thin. A demonstration of force? Who needs Sparta now when the Reds are solving all the problems? Could be so. Sure thing. They won't be able to replace us completely. But putting some pressure on their superiors, that they could do. Well, let's leave and see. Damn right. The refugees sure were lucky, because Tomlin's Rangers were here. Corbett's men clearly didn't expect to be met with machine gun fire. So, all the stuff still there? Of course. What were you thinking? I was thinking you had the brain to take something with you. What prevented you if you're so smart? Don't snap at me, brah. What do we do now? What else? Sit on our asses. And if they come to collect? We just tell them where. Let them collect themselves. And the Red? Well, they could move out before that. Yeah, right. Looks like they're there for good. You think of something. It better be fast. Let's think then. Well, I don't know. Shit, some thinker you are. Oh, we're just passing by, are you? Yep. Guten Hunger. Well, Hansa could not protect the station without help, but they did provide shelter for the refugees and the hospital. Perhaps that could help them. Ich komme gleich, aber ich möchte mich erst noch hier ein bisschen umgucken. What papers? Yours, passport. It was in the bag and they burned it. Who can confirm your identity? They're all dead. Dead. The kids the day before yesterday. Wife yesterday. I alone survived. Alone. But how can I let you through without identification?
But I'm me. Yes, and I am myself, but where's your proof? What am I to do? Your station was small. Look for somebody with papers who knows you. But they're all dead! Or quarantined! Wait then. For how long? I can't help you otherwise. Schön, dass hier ausgeschaltete Computer rumstehen, Alter. Kann ich für dich bürgen? Nein? Okay. Gehst du bitte nicht durch mich? Kannst du dich bitte nicht in mich stellen, Junge? Sorry. Due to quarantine, this part of the station is off limits now for outsiders. Even for the Rangers. Okay, kann ich mir leben. Also ich darf hier nicht durch, nein. Okay. Kann ich mir leben. Wir gucken uns nochmal noch kurz hier an. Moin! Da ist nämlich noch der zweite Eintrag. Can't you tell us what's happening there? They don't let us check. And the rumors. Quarantine is no fun and games, as you understand. There have been some casualties. The medics are doing their best. Well, let's hope this is enough. And here, what should we do? Let's hope. And you should work just as usual. And take the rumors with a grain of salt. Thank you. I see. Ich habe kurz den Gaming-Mode an meinem Rechner angemacht. Gucken wir uns das hier mal kurz an, in meinem Bildschirm. Eintrag 2 zur Quarantäne. Die zu Hanse gehörende bla 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 ist nun eine Mischung aus Krankenhaus und Quarantänezone. Alle Flüchtlinge von den Nachbarstationen und jeder, der mit ihnen in Kontakt stand, wird in Plastikkisten gesteckt. Und das war's. Niemand versucht sie zu behandeln. Jeder, der vermutlich infiziert ist, sitzt im Plastikkäfig, seinem Tod gegenüber und spielt mit ihm anstarren. Eine Minute dieses Spiels dauert eine Ewigkeit. Die Verlierer sind infiziert, sterben und werden verbrannt. Der Tod ist ein zu guter Spieler, um seinen Gegner viele Chancen zum Sieg zu lassen. Ja. Gerne. Ich mache weiter. Keine Sorge. Wir halten dir auf. Ja, es ist fucking creepy, Alter. Komm, wir gehen weiter. Auf zu den Waffen. Sorry, that's forbidden without a permit. That's our man. Lay this one through. We got a permit. Kahn darf überall rein, wie immer. Gott, Kahn ist der geilste, ey. Ich dachte gerade, er hat einen Knarre, aber das ist dieses Stromding. Machst du zu? I think you should stock up on filters and ammo, Arthur. Probably won't have such a chance anytime soon. Well, we sure got luck if the Rangers were here. Hallo, Ibims, ein Ranger. Anyway? What do they care for us or the refugees? That's what puzzles me. Where's the profit? Nobody signed any contracts with them. We didn't even promise anything. What were they thinking? Junge, es geht nicht immer um Nothing. Profit. It's their job. The Polish Rangers were doing stuff like this from the very beginning. What? Fighting the Reds? Nah, if there's an epidemic, dangerous mutants, anything, then police sends the Spartans to handle the situation. And what's up now? They came because of the epidemic, but we already set up the quarantine and the Reds cleared out the source. So they helped us out so that the Reds don't get too enthusiastic. And what's the profit police is making here? Kein. Far from here, the epidemic wouldn't reach them. The states had it arranged long ago. Police handle stuff like this, and nobody touches them. They're neutral. They also handle negotiations if there's a war or shit like that. Ah, I get it now. I see. Don't start a war, but benefit from the results. Yes, that's good business. Sure, but we're not doing commerce to make a loss either. Wir haben nicht unbedingt was davon, dass wir das hier machen. Schöne Waffe habt ihr. Kannst du aufhören, auf mich zu zielen? Ja, du bist viel zu teuer, Junge. Guck dich mal an. Gib mir mal ein paar. Anpassen. Ich weiß, dass der Part schon längst zu Ende ist eigentlich. Aber wir machen jetzt noch kurz, ich habe nur 17 Patronen? Ich muss ein bisschen was verkaufen. Warte. Ich muss die verkaufen. Verkaufen. Und dann verkaufe ich die nochmal. Ich habe genau 30.
anpassen. Die Schalldämpfer. Ja, ich habe keine Munition mehr. Was für Waffen hättest du denn? Schrotflinten, Schrotflinten-MG. Die haben wir schon. Das ist eine AKSU. Das ist eine kleine AKM. AKP. Und eine Helsing, die haben wir auch schon gesehen. Der Shotgun-Revolver. Und das war's. Okay, er hat keine guten Waffen. Ihr macht sehr schöne Musik. Was hast du an Munition? Die können wir noch alle verkaufen. Mit denen werden wir eh niemals schießen. Ohne Scheiß. Das sind für uns unnötige Waffen. Wir bräuchten eher noch ein bisschen was davon. Ah, wir haben voll. Aber, was müssen wir mit Kahn machen, das erfahren wir erst im nächsten Part. Wir setzen uns jetzt hier noch einen Augenblick hin und hören der Musik zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen länger der Part, aber dafür haben wir auch nur labern gehabt. Es kam länger kein Part mehr, aber jetzt kommen wieder bis zum Ende hoffentlich regelmäßig. Ich nehme jetzt ein paar Parts auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut da rein und tschüss.